In diesem Video werden die Fingergelenksmuskeln vorgestellt. Ziel dieses Videos ist es, einen Überblick zu bekommen. Die Detailbeschreibungen der Muskeln findet ihr rechts oben in den Infokarten. Zur besseren Übersicht werden die Muskeln in Extensoren, Strecker, Flexoren, Beuger und Abduktoren, Abspreizer unterteilt. Die Funktion der Muskeln erschließt sich bereits durch deren Namen. Zu den Extensoren gehören der Musculus extensor digitorum, Musculus extensor indicis, Musculus extensor digiti minimi, Musculus extensor pollicis brevis und Musculus extensor pollicis longus. Zu den Flexoren gehören der Musculus flexor digitorum superficialis, Musculus flexor digitorum profundus, Musculus flexor digiti minimi brevis, Musculus flexor pollicis brevis, Musculus flexor pollicis longus. Und zu den Abduktoren zählen der Musculus abductor pollicis longus, Musculus abductor pollicis brevis und Musculus abductor digiti minimi. Weitere Fingergelenksmuskeln sind die Musculi lumbricalis manus. Sie beugen im MCP, also in den Fingergrundgelenken der zweiten bis vierten Finger, und strecken in den PIP, Fingermittelgelenken derselben Finger. Dies ist vor allem beim Schreiben oder beim Halten des Essbestecks wichtig. Die Musculi interossei dorsalis manus spreizen die Finger 2 bis 4, sie beugen die Finger im MCP-Gelenk und strecken die gleichen Finger im PIP-Gelenk. Die Musculi interossei palmaris sind die Antagonisten, aber auch Synergisten zu dem Musculi interossei dorsalis manus. Sie adduzieren die Finger Richtung Mittelfinger und beugen die Finger im MCP-Gelenk und strecken die gleichen Finger im PIP-Gelenk. Der Musculus adductor pollicis adduziert den Daumen und unterstützt die Opposition des Daumens. Der Musculus opponens pollicis führt eine komplizierte Oppositionsbewegung des Daumens durch. Bei dieser Bewegung vereinen sich Flexion, Abduktion, Rotation und Adduktion. Somit sind alle Daumenmuskeln mit Ausnahme der Extensoren beteiligt. Die einzige Funktion des Musculus palmaris brevis ist die Unterstützung der Verspannung der Plantaraponeurose. Der Name des Musculus opponens digiti minimi ist eigentlich irreführend, weil er im Gegensatz zum Daumen keine Oppositionsbewegung vollführen kann. Der Muskel beugt und adduziert den kleinen Finger im MCP-Gelenk.